Herr Präsident, meine Damen und Herren und vor allen Dingen liebe Autofahrer! Im Schatten von Corona hat es offenkundig noch ein anderes Virus den Weg in unsere Gesellschaft geschafft, nämlich die härteste Verschärfung des Bußgeldkatalogs, mit dem man jemals den deutschen Autofahrer versucht hat zu drangsalieren. Und das in einer Zeit, in der seit Jahren die Verkehrsopferzahlen immer weiter zurückgehen. Und im Jahr 2019 waren diese Zahlen so niedrig wie niemals je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Aber jedenfalls, wenn es darum geht, dass grüne Ideologie die deutsche Politik dominiert, dann geht es auch um etwas ganz anderes. Es geht nicht um mehr Sicherheit, sondern es geht um den immerwährenden, nie enden wollenden Kampf gegen das Automobil. Es geht darum, dass der deutsche Autofahrer, wenn er trotzdem die Frechheit besitzt, sich an Steuer seines Fahrzeugs zu setzen, er immer die kleine Stimme im Hintergrund hören soll. Und letzten Endes ist es die Stimme der kleinen, verrückten Greta, die ihm ins Ohr säuselt: How dare you? Wie kannst du es wagen? Offenkundig ist nicht nur deine Oma, offenkundig bist auch du eine Umweltsau. Und das werden wir dir niemals durchgehen lassen. Warte es ab, wir kriegen dich. Wir kriegen dich vielleicht schon heute Abend auf dem Weg nach Hause, auf der Landstraße, auf der gefühlte 20 Mal hintereinander die Geschwindigkeit zwischen 70 und 100 wechselt. Ein Moment der Unaufmerksamkeit und du siehst diesen kleinen roten Blitz und dann weißt du, dass du für den nächsten Monat nicht mehr weißt, wie du zur Arbeit kommen sollst. Und wenn wir dich da nicht kriegen, dann kriegen wir dich an der nächsten Ortseinfahrt. Wenn du vielleicht gerade dem neuesten Hit im Autoradio zuhörst, ein bisschen unaufmerksam nicht gleich rechtzeitig abbremst, dann siehst du den kleinen roten Blitz und dann weißt du, dass sich in diesem Moment gerade der gesamte Nettoverdienst dieses Tages in deiner Tasche in Luft aufgelöst hat. Und wenn auch das nicht reicht, dann haben wir noch ganz andere Möglichkeiten. Wir machen aus jeder verdammten grünen Welle in deiner Stadt eine rote Welle. Wir sorgen dafür, dass du innerhalb von 3 Kilometern 15 Mal anhalten musst. Und wir haben noch einen ganz neuen Trick in der Westentasche. Wir sorgen nämlich dafür, dass die Tempo-30-Zonen gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und wenn das nicht reicht, dann wenden wir uns an die Deutsche Umwelthilfe. Die sorgt dann nämlich dafür, dass euer fast neuwertiger Diesel innerhalb einer Nacht nur noch die Hälfte wert ist. Jawohl, so läuft das Spiel. Wir werden sogar dafür sorgen, dass in Zukunft mittelfristig in Deutschland, in unserer Autofahrernation überhaupt kein vernünftiges Auto mit Verbrennungsmotor mehr gebaut werden kann. Und wenn dann die gesamte Autoindustrie den Bach runtergeht und die Zulieferindustrie gleich mit, und wenn das eure Arbeitsplätze und euren Wohlstand kostet, so what? Wen interessiert's? Nein, meine Damen und Herren, und dann könnt ihr auch alle gerne auf die Straße rennen und irgendwas Sinnloses rufen wie: Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Aber wir sind der Staat und wir haben die Macht. Und wenn ihr nicht freiwillig ablasst vom Autofahren, dann werden wir euch zeigen, wo der grüne Hammer hängt. Denn wir können mit euch alles machen. Wir können euch drangsalieren, wir können euch schikanieren, wir können eure Führerscheine einbehalten und wir können euch abkassieren. Wir können aus freien Bürgern grüne Untertanen machen. Liebe Autofahrer, freut euch schon mal auf die nächste grüne Regierungsbeteiligung. Vielen Dank.